mal über diese Serie Classic Altstadt Hotel unterwegs für unsere Gäste. Und was kann es schöner sein, als am Ende eines Tages hier einfach mal sich von dem Fachmann für Gin und Co. mäßig mal zu öffnen. Magst du einen Gin Tonic haben? Gerne. Sehr schön. Wie wäre es denn mal, wenn wir heute mal ein bisschen was anderes machen, wenn wir einfach mal die Seiten tauschen? Ich interviewe dich und du machst einen Gin Tonic. Wie wär's? Wow. Ich würde dich einladen, hinter die Bar zu kommen und einfach mal sozusagen einen schönen Gin Tonic zu machen. Nein. Jetzt hast du hier natürlich eine Auswahl von über 250 Gin-Sorten aus der ganzen Welt. Wir haben hier englische Gin-Sorten, ne? Vornehmlich London Dry Gins. Wir haben hier Gins aus Spanien, aus Skandinavien und halt auch aus Irland, Südafrika. Natürlich auch haufenweise andere, darunter auch Premium Gins, wie zum Beispiel den Little Darling vom Siegebirge. Kennst du das? Dry Gin, lovely. Ne? Da haben wir ja heute auch den Tristan Darling, der vertritt nämlich den Gin. Also der ist der Produzent von diesem Gin. Ne, er ist der Darling. Richtig. Hello, darling. Hello, das ist ja jetzt heute wirklich ein Wahnsinnsglücksfall. Da habe ich also nicht nur die Gelegenheit, alles über Gin zu erfahren, Gin-Cocktails zu mixen, sondern ich habe auch noch denjenigen, der dieses hier geschaffen hat. Sag mal, wie kommt man denn in deinem Ansatz, um sowas zu produzieren? Also, da sind ich und Clemens uns sehr ähnlich. Das führte dazu, also pure Leidenschaft natürlich. Ja, dann nochmal eine andere Leidenschaft mit Design und so alles, was sich zusammenspielt, ein Konzept entwickelt, alles auf Prohibitionszeit, London Dry gemacht, der sehr schön ehrlich ist, ja auch nicht so oft filtriert und halt wirklich vom Geschmack halt sehr floral ist und womit Clemens auch natürlich schön und viel mit spielen kann. Wir haben Gins mit über 40 Kräutern oder Extrakten, die dort hergestellt werden. Es kommen aber auch Gins, die sind super, auch nur mit 7 Botanicals aus. Ja, und welche schmeckt man denn eigentlich dann nachher im Glas und was für Tonic-Sorten gibt es? Das ist halt alles, es ist zwar schön und es ist ein einfaches Getränk, aber doch kann es dann halt auch sehr kompliziert werden. Und man, wenn man sich da ein bisschen vergreift, dann kann es sein, dass man sich dann sozusagen die Suppe schon versalzt hat. Deswegen wollen wir heute mal den Gin Tonic richtig zubereiten. Okay. Dafür nehmen wir ein schönes, großes, bauchiges Glas, was Artverband mit einem Burgunderglas ist. Und was ein Gin Tonic ebenfalls braucht, ist viel Eis. Sag mal, was mich noch interessieren würde, weil du es ja alles so gekonnt machst. Das ist ja ein richtig gelernter Beruf hier, ne? Also, wie nennt man das? Bar-Ingenieur oder Bar-Apotheker oder? Barkeeper. Ganz einfach, Barkeeper ist die Position und eine tatsächliche richtige Lehre dafür gibt es leider in Deutschland noch nicht. Das sind andere Länder auf der Welt auf jeden Fall weiter, schon mal von aus. Allerdings ist dieser Beruf Barkeeper genauso vielschichtig und vielseitig wie ein Koch. Deswegen könnte man auch sagen, mit einer Spitzenzunge Alchemist, ne? Bar-Alchemist oder halt auch liquider Koch. Liquider Koch, das gefällt mir gut. Das ist jetzt der reine, pure Genuss. Das ist jetzt reiner, pure Genuss. Und das trinkt man dann auch so? Aber natürlich. Und dann sagt man, Cheers!